Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 47 Let's Play Cities Skylines Snowfall. Memphis ist am Mikro, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir fangen direkt an mit einem Fehler, auf den mich der Pipecutter hingewiesen hat, netterweise. Vielen Dank dafür. Die Autobahn hier ermöglicht es im Moment gar nicht. Also es gibt keine Möglichkeit für die Leute hier in dieses Wohnviertel hier reinzufahren auf der Seite. Vielen Dank für den Hinweis, unglaublich peinlicher Fehler. Und genau, das muss jetzt auf jeden Fall dringend gelöst werden. Und genau, da machen wir einfach eben kurz hier so eine Autobahn hin und dann hat sich das Ding. So, dann der Adrian Reitenbach. Vielen Dank übrigens für dein aktives Kommentarverhalten. Du schreibst echt eine ganze Menge. Der hat mir einen super geilen Tipp gegeben. Und zwar, wenn man mit der rechten Maustaste hier unten auf das Ampelsymbol klickt, öffnet sich links ein Menü und ja, was man hier machen kann, das ist richtig geil. Man kann einfach alle Ampeln, die es so gibt auf dieser Karte, einfach mal entfernen. Und das ist ja mega richtig geil. Ich meine, man sieht hier, ich habe 66 Kreuzungen mit Ampeln und ich mache jetzt einfach mal, zack, klick hier drauf und jetzt sieht man hier, von 1381 Kreuzungen haben jetzt nur noch 0 eine Ampel. Richtig geil, vielen Dank für den Kommentar, auf jeden Fall richtig klasse. So, und bezüglich des Chaoses, ich habe tatsächlich in der Zwischenzeit nochmal kurz ein bisschen rumexperimentiert. Sorry, ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf tatsächlich zu drücken. Ich habe ein bisschen gelabert und habe während diese Brücke hier gebaut. Ich habe vergessen, leider aufzunehmen. Genau. Ist aber wie gesagt nicht viel passiert. Ich habe hier noch eine Brücke gebaut, die dann anschließend hier auf eine Entlastungsautobahn geht. Die dann anschließend hier drauf geht und hier drauf geht. Diese Entlastungsautobahn, die kennt ihr ja schon. Die habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge gebaut. Und die hat jetzt hier noch so einen zusätzlichen Anschluss. Und wie man sieht, vergleicht das mal mit Folge 44 oder 45. Dieser Verkehrsknotenpunkt hier ist deutlich weniger verstopft. Aktuell gibt es hier an dieser Stelle noch so ein paar Staus, irgendwie, weil die es hier nicht schaffen abzubiegen. Aber ja gut, das ist halt der Kack-KI geschuldet, ganz einfach. Weil die, wie gesagt, alle hier rechts reinfahren wollen, dann wenden die hier. Also die nutzen das so ein bisschen als Wendemöglichkeit. Da könnte man natürlich reagieren, indem man ja sozusagen hier noch so eine Schnellwendemöglichkeit einbauen würde. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Ich glaube nämlich, dass wir... Hoppala, wo ist es? Moment, irgendwie kann ich mir, glaube ich, die Richtungspfeile anzeigen lassen. Ich muss mal gerade gucken. Nee, kann ich leider nicht. Egal, hier sieht man es aber auch. Die Straße geht nämlich nur nach rechts. Dementsprechend, die biegen hier rechts ab. Wollen dann alle hier rüber, gucken dann vorher nochmal und biegen dann erst ab. Und genau, das führt auf jeden Fall gerade zu Problemen. Deswegen, ich gucke jetzt mal, dass ich die hier schon früher rüberlasse. Natürlich auch mit einer Einbahnstraße an der Stelle. Hier ist eh noch nicht viel gebaut worden, von daher können wir das jetzt einfach hier mal kurz so zack hier so rüber bauen bis nach hier. Und genau, haben wir auf jeden Fall nicht so viele Wohnflächen hier vernichtet. Quasi das minimale Zerstörungsprinzip hier an der Stelle. Genau, ganz wichtig, dann wieder natürlich nicht vergessen, die Ampeln zu entfernen. Da haben wir jetzt wieder 4 Stück. Das geht also auf jeden Fall, wie ihr seht, ganz schön schnell, so mit den Ampeln hier. Und genau, so jetzt gucken wir mal, was hier... Oh, es ruckelt, was hier jetzt so passiert. Alles klar, ja. Was wir letzte Folge auch noch gemacht haben, wir haben hier dieses Ringautobahnsystem gebaut. Das funktioniert jetzt auch soweit wunderbar. Allerdings gibt es eine Sache, die mich hier noch ein bisschen stört. Und zwar haben wir keine Möglichkeit, die Autobahn in diese Richtung hier fortzusetzen. Und das würde ich auch ganz gerne machen. Allerdings, ja gut, letztendlich würde ich das ganz gerne über diesen Anschluss hier bauen. Sozusagen, ja. Dass wir hier sozusagen so einen Autobahnfortsatz bauen, der dann, uppala, was passiert jetzt, einmal hier rumgeht, hier oben so eine Kurve schlägt und dann anschließend mit dieser Autobahn hier unten wieder zusammengeht. So für die langfristige Planung auf jeden Fall schon mal. Und ich würde sagen, dass wir diesen Rohbau dafür auch schon mal fertig machen soweit. So, und die geht dann einfach, wie gesagt, hier ab. Hier haben wir ja den Platz aktuell und genau, geht dann auf jeden Fall erstmal in die Richtung bis hier hinten, dann, ne, hier so eine etwas langgezogene Kurve sozusagen, bis hier rüber, hier kommt dann nochmal eine Kurve und, genau, und dann wird die anschließend hier hinten angeschlossen und genau, bis hier hin. So, das hier reiße ich auch schon mal ab und, genau, führt dann anschließend hier so schön mit dem ganzen Ding zusammen. Ich sehe gerade irgendwie, es ist wieder so ein bisschen krumm. Moment, dann reiße ich hier nochmal ein bisschen was ab und, guck jetzt mal gerade, ob ich das vielleicht ein bisschen als langgezogene Kurve hier bauen kann. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und genau, da oben diesen Anschluss hier, den müssen wir auf jeden Fall gerade auch nochmal neu machen. Das sieht ja schlimm aus. So. Das heißt, hier so eine Kurve hin, zack. Und genau, das sieht doch so schon viel schöner aus. Und dann kommt hier natürlich nochmal die Kurve in die andere Richtung. Jetzt mal gerade gucken, dass ich das hier auch whoopala, einigermaßen gerade baue. Nicht ganz, nicht ganz. So. Schwuppdiwupp, einmal hier rüber und genau. So passt das auf jeden Fall. Und gerade mal ein bisschen rauszoomen hier.
Genau, so ungefähr. Und wir müssen jetzt natürlich auch gucken, dass wir die Autobahn auf der Seite auch wieder anständig zurückführen. Und das machen wir, indem wir einfach diese Autobahn hier, sozusagen diese Spur, hier zurückführen und dann bis hier runterführen. Also quasi hier einmal um dieses Gebiet herum. Und, oh, es ruckelt! Hilfe! So, ich mache mal ganz schnell Wiedergabe. Und hier können wir dann sozusagen wieder zusammenführen, die ganzen Autobahnsysteme einmal sozusagen hier drauf. Und was wir dann natürlich auch noch machen, ist, dass wir die Autobahn hier drüben auf diese Straße hier drauf führen. Und genau, das mache ich hier auch über so eine Brücke. Mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. So, na, jetzt geht das wieder los. Ah, was ist das denn? Irgendwie ist das gerade komisch, das System hier. Also mein Rechner macht gerade Faxen irgendwie. Na, wieso geht denn das nicht? Der Ort ist bereits belegt. Das sehe ich aber nicht, dass der Ort... der ist gar nicht belegt. Na, vielleicht so. Na, komm schon. Da war es gerade. Hier. Na, komm schon. Ah! Es ist so ätzend. Wenn es einmal kurz blau aufblinken, dann findet man den Punkt nicht mehr. So, da haben wir ihn. Genau, dann einmal hier rüber. Zack. Und genau, hier so einen kleinen Pimmel. Und hier hat Pimmel gesagt. So, dann einmal hier verbinden. Nein, das funktioniert auch nicht. Aber eventuell so. Haha, guckt euch dieses krumme Ding hier an. Herrlich. Ja, ne? Und ich würde sagen, damit wir das auch hinkriegen, muss hier natürlich die Verbindung dann auch so ein bisschen passend gebaut werden. Soll heißen bis hierhin, dann hier hoch und die andere Verbindung dann einmal ne? Hier so leicht abgehend bis hier hinten. So. Ja, ne? Mein, schön ist anders. Oh, jetzt haben wir da einen Stromausfall. Ganz dringend müssen wir auf jeden Fall die Stromleitung hier umbauen. So, einmal hier rüber und dann einmal bis hier hin. Und ja, sollte so hoffentlich passen. Wir gucken jetzt mal. Ja, ne? Ich mache Wiedergabe und Escape. So. Hui, ist auf jeden Fall eine interessante Autobahn hier, so richtig schön auf dem Berg rauf. Vor allem hier. Ist auf jeden Fall tödlich für Motorradfahrer. Okay, passt auf jeden Fall. Ich denke mal, die wird jetzt noch nicht so arg genutzt, die Autobahn, weil die im Moment ja keine wirkliche Abkürzung bietet. Vor allem hier hinten, was habe ich denn hier veranstaltet? Ich glaube, die geht hier in die falsche Richtung. Kann das sein? Ja, Tatsache. Genau, das mache ich auch nochmal eben kurz gerade. So, damit hätten wir das Autobahnsystem hier jetzt auch miteinander verbunden. Sehr schön und ja, 183.000. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und was wir jetzt als nächstes machen, wir gucken mal unten. Wir haben eine mittlere Nachfrage nach Industrie- und Bürogebieten beziehungsweise nach Gewerbegebieten. Und ja, ich würde sagen, da können wir das Gebiet hier unten, denke ich mal, ein bisschen weiter ausbauen. Oder, was natürlich auch geht, wir haben hier oben noch unser Gebiet. Oh, und guckt euch das mal an. Hier, Wasser. Unser Damm läuft langsam voll. Ich glaube aber gerade hart, das Wasser kommt von der Seite hier und, oder? Ach nee, gar nicht. Ab und zu spuckt der hier dann mal ein bisschen Wasser aus, wenn das hier ordentlich überläuft. Aber jetzt gerade kommt hier nichts. Kommt hier Wasser? Ja, da kommt Wasser. Und hier oben? 64 Megawatt kommt Wasser durch. Hier werden 32 Megawatt Wasserleistung durch die Turbine gedrückt. Und was haben wir hier? Aktuell, wie gesagt, gar nichts. Aber das kommt dann periodisch, ne? Aktuell, man sieht, das muss sich auch erstmal wieder beruhigen, das ganze Wasser hier. Nee, finde ich aber cool. Ab und an, dann spuckt der Damm hier auch mal ein bisschen Wasser und dann können wir unser Becken ja auch endlich mal volllaufen lassen. Genau. So, ich war ja gerade in der Ecke hier und da verstopft es direkt. Sehr schön. Was wir eigentlich mal machen könnten, wenn wir das hier dann industriell schon nutzen wollen, das Gebiet, könnten wir das hier mal alles ein bisschen anders bauen mit den Bahnstrecken. So, das ist ja unsere Hauptbahnstrecke hier, die dann hier in einen Tunnel geht. Und ich habe euch ja schon gesagt oder erzählt, dass ich mir eine Modifikation runtergeladen habe, die bedeutet oder heißt One-Way Train Track. So, das bedeutet, wir können hier Einbahnstraßen Zugstrecken bauen. So, ihr seht das jetzt hier, wenn der Staub mal weggeht. Nee, das ist aber nicht One-Way. Irgendwie, nee, One-Way ist was anderes, mein Lieber. Das ist doch genau das gleiche wie das hier. Jetzt mal ohne Witz. Okay, und das ist der One-Way-Track hier. Also entweder funktioniert, ach, ich glaube, der funktioniert tatsächlich als One-Way-Track. Der wird bloß einfach trotzdem doppelt gebaut. Also der geht jetzt in die Richtung hier, ja. Und sagen, das heißt, die können dann hier nach rechts abbiegen und dasselbe machen wir dann übrigens auch auf der Seite natürlich einen Rechtsabbieger. Aber das Gute ist, den heben wir dann einfach so als Brücke an und den können wir gar nicht als Brücke bauen, oder was? Hallöchen. Mach mal hier Brücke. So, machen wir es halt so und dann One-Way-Track hier wieder runter, so als Bahndamm geht das nur. Aber es sieht ja eigentlich auch ganz geil aus, so.
Bis auf hier so ein paar Clipping-Fehler. So, das heißt, die können dann hier einmal rüber und hier einmal rüber. Und dasselbe machen wir jetzt natürlich noch als Abzweig für die andere Richtung hier. Zack, einmal so. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, so wie ich mir das vorstelle. Ich würde nämlich gerne noch einen der One-Way-Tracks hier rüber bauen, sozusagen auf dieses Gleis hier. Aber so, dass der von rechts dazu kommt. Und das können wir eigentlich als Tunnel dann bauen. Quasi, dass die hier einmal rechts abbiegen und dann können die anschließend hier auch nochmal rechts abbiegen und, komm schon. Einmal hier rüber. So, jetzt mache ich mal Wiedergabe. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ganze wieder funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Also der Zug schwebt jetzt hier in der Luft rum, der müsste gleich despawnen. Und genau, alles was dann hier rüber will, muss dann halt das hier benutzen oder das Gleis hier aus der Richtung. Das Schöne ist, dass die dann immer hier auf der rechten Spur bleiben, ja. Und auf der Seite genau andersrum. Die bleiben auch hier natürlich auf der rechten Spur beim Abbiegen. Kommen dann hier direkt auf die rechte Spur drauf und hier biegen sie auch rechts ab und kommen dann anschließend hier auch unten im Tunnel auf die rechte Seite. Das heißt, beim Abbiegen blockieren sich die ganzen Züge nicht mehr. So doof wie hier das jetzt gerade passiert ist. Und wir können mal gucken, hier drüben scheint es auch ein bisschen zu haken. Hier könnten wir das Ganze... Oh, es ruckelt wieder. Alter Schwede, was ist denn hier los? Ja, das ganze System auf jeden Fall auch mal ein bisschen renovieren. Wird anscheinend doch nichts mit dem Industriegebiet. So, hier habe ich das ja schon mal versucht mit diesem Einbahnstraßensystem. Allerdings geht das natürlich mit doppelgleisigen Strecken nicht so gut. Dementsprechend, das wird jetzt gerade mal hier alles abgerissen und nochmal neu gebaut. So, bis hierhin. Hier oben ist ja die Personen-Einzelstrecke sozusagen und, Das muss ich gerade mal alles hier abreißen. Das ist alles noch nichts so. Hier auch den Abzweig. Jetzt mal gucken, habe ich hier irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Bis wohin geht denn der Rückstau? Es ist ja wirklich der Tunnel gewesen, hauptsächlich, wo es gestaut ist. Das heißt, hier gibt es jetzt erstmal die normalen Bahngleise, die sozusagen das alles hier miteinander verbinden an der Stelle. So, und jetzt gehen wir hier in den Tunnel. Und genau. So, dann gibt es nämlich jetzt einmal den Rechtsabbieger, der sozusagen von der Seite aus hier natürlich im Tunnel bleibt. Warum? Ja, komm, 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 mach schon. Warum willst du nicht? Oh, ist doch herrlich. So, mal gucken, wenn ich das hier so als Tunnel irgendwie rüberziehe. Müssen wir halt noch ein bisschen tiefer legen, dann geht das auch. So, und dann kommen ab hier wieder normale Gleise. So, bis hierhin. Und von der Seite, ich meine, hier biegen die ja nach rechts ab. Und hier sollten die dann bitte gefälligst die linke Spur nehmen, um dann einmal hier rüber zu kommen. So. Das heißt, von der rechten Spur hier, ne, zack, hier rüber. Und von der rechten Spur aus der anderen Seite hier rüber. Und genau, dann geht das anschließend hier rüber, bis hier hinten hin und ja, dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir das Ding hier irgendwie wieder hochbekommen. Das wird auf jeden Fall interessant. Wie haben wir das denn beim letzten Mal eigentlich gemacht? Eventuell muss ich hier so eine leichte Kurve nach hier rüber bauen und dann, ja, mal gucken, ob ich das hier ohne Kurve irgendwie nach oben bekomme. Uppala, nein, Pause natürlich und... Ah, Mist. Es will wieder so nicht so, wie ich will. Nee, das ist denn da ein bisschen zu steil hier. So. Gefälle zu steil, natürlich. Und hier ist dann auch die U-Bahn im Weg. Sehr schön. Das sind doch die richtigen Gleise, oder? Ja, ich glaube, das passt. Und hier sagt er mir dann natürlich, dass der Ort bereits belegt ist. Das ist doch wieder ein Gefummel hier. Herrlich. So, müssen wir anders machen. Das vielleicht ein nach oben, so bis hierhin. Dann mal gucken. Ah, da war's, da war's. Zack. Ich bin so gut. Okay. Ganz wichtig natürlich, das hier muss ein Einbahngleis werden, sehe ich gerade. Das darf ja nur in die eine Richtung hier funktionieren, dass die hier auch gefälligst auf der richtigen Spur landen am Ende. Na komm schon. Da. Genau. So, dass die hier nur nach rechts können. Alle anderen Abbieger sozusagen, da gibt es dann einmal hier den Weg über die, über diese Strecke hier sozusagen, ja. Und alle anderen, die sozusagen nicht über den Bahnhof fahren wollen, die kriegen jetzt hier eine Rechtsabbiegerspur, die einfach viel besser sein wird. Die ist einfach viel attraktiver zu fahren. Und, so, dann müssen wir jetzt gerade mal gucken. Irgendwie haben wir den beim letzten Mal hier so rübergebaut. Und dann hier ging es dann in so einen Tunnel rein. So, genau. Und, ah Mist, den habe ich wieder ein bisschen zu knapp gebaut, sehe ich gerade.
Wind. Das heißt, einmal wieder anschließen hier und einmal nach unten setzen, ab in den Tunnel mit dir. Genau so, und dann das Ganze noch ein bisschen tiefer. So, das ist dann einmal die Strecke sozusagen, die es dann gleich ermöglicht, hier wieder auf diese Gleise hier drauf zu kommen sozusagen. Das heißt, hier ruhig ordentlich tief und dann das Ganze natürlich auch noch hier abzweigend. So eine Strecke, die dann hier rüber geht, aber natürlich so, dass sich die mit der U-Bahn auf jeden Fall hier nicht so kollidiert. Wieso will denn das wieder nicht? Das Erdbeerviertel, herrlich. So, und das ist dann sozusagen die One-Way-Strecke, die dann einmal hier hinten auf diese Bahnstrecke drauf führt, sozusagen. Ne? Zack, hier als Abkürzung. Na, komm schon. Na, Gefälle zu steil, von wegen. Funktioniert leider nicht, wie ich mir das wünsche wieder. Ist ein bisschen zu tief. Mal gucken. Das geht aber hier. So, das heißt, wir haben den Rechtsabbieger schon mal. Und alle anderen nutzen dann, die durch den Bahnhof fahren, nutzen dann die Strecke hier. Und genau, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch den Abbieger für die andere Seite hier. So, und da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich den hinkriege. Absolutes Chaos wieder, Leute, aber es hat alles seine Ordnung hier. Alles, wie das, wie sich das gehört. Ungültige Form, auch nicht schlecht. So, das ist auf jeden Fall mal wieder ein bisschen höher, dass wir dann hier die Kurve gut fahren können. So, bis hierhin und genau. So, da haben wir den Verkehr auf jeden Fall maximal gesplittet jetzt hier drüben. Und jetzt gucken wir hier drüben nochmal bei dieser Kreuzung, dass wir das hier vielleicht auch noch machen mit diesem Einbahnstraßensystem. Oder nicht Einbahnstraßen, ihr wisst, was ich meine, mit diesem Einbahnzugsystem. Und ich mache nochmal Wiedergabe, schließe jetzt das hier an und das ist einmal der Rechtsabbieger. Und dann von der Seite kommt man hier natürlich auch drauf und das sind die normalen, ne? Genau, die Einbahnstraßenbahngleise. Na komm schon, wieso willst du nicht? So, einmal so und so klappt es auf jeden Fall. Das heißt, rechts abbiegen nach hier, rechts abbiegen nach hier. Und auf die andere Seite hier drüben kommt man dann am besten, ja, da muss man dann schon früher abbiegen sozusagen. Beziehungsweise die Zufahrt. Da muss ich mal gerade gucken, wie kriege ich das denn am besten hin? Ich muss hier irgendwie einen Tunnel widerlegen. Also alle wieder ein bisschen zu eng, komm. Ich glaube aber, das könnte passen, wenn wir das hier eng genug bauen. Oder ist das Gefälle wieder zu steil? Guck mal hier. Da ist... Irgendwo ist der Punkt. Da. So. Ja, aber dann macht er den Rest hier leider nicht. Schade. Okay. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, wir müssen das tatsächlich hier drüben schon den Tunnel laufen lassen. Was ich natürlich doof finde, weil das ist teuer. So. Einmal hier rüber. Wieso will... Ey, was ist denn hier mit Gefälle zu steil? Komm. Das sind manchmal irgendwie... Herrlich. Das ist alles so teuer, diese Fehlversuche. Die kosten alle Geld. So. Jetzt einfach mal schauen. Kriege ich den hier schon irgendwie nach oben? Nee. Leider nicht. Da soll man hier bitte keine Kurve draus machen. Das wäre eigentlich reizend. So, dann bis hierhin. Und dasselbe dann natürlich auf der anderen Seite nochmal als Abbieger hier. Aber ohne die Autobahn hier zu belästigen. So, und dann hier vielleicht noch einen tiefer. So. Kriegen wir das hier drauf eigentlich? Ich guck gerade mal, das wird auf jeden Fall eng. So, das muss ich dann erstmal hier einen hochsetzen. So, bis hierhin. Und dann, nee, das passt auf jeden Fall nicht. Das heißt, wir müssen auch die Auffahrt hier hinten irgendwie hinbauen. Eventuell ist es besser, das als Brücke zu konstruieren, wenn ich mir das gerade mal so anschaue. Ich überlege gerade bloß, wo. Damit sich die Ausfahrten hier nicht so in den Weg kommen, müssen wir dann tatsächlich hier noch ein bisschen mehr Platz lassen. So. Dann wir nämlich hier, uppala, die Brücke so rüberlegen können. So, hier kommt dann die Brücke hin, zack. Und hier drüben der Abbieger sozusagen, einmal hier hoch. Aber das funktioniert auch wieder nicht, weil das dann hier wieder ein bisschen zu steil ist. Sorry Leute, das ist wieder so, es ist wieder ein bisschen zäh, glaube ich gerade. Aber das muss auf jeden Fall gemacht werden. Na, komm schon. So ein bisschen höher hier und dann hier rüber. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das hier rüber kriegen. Jetzt ist natürlich hier wieder alles im Weg. Mann. Ist doch nicht zu fassen hier. Unglaublich. So. Da sagte mir die ganze Zeit die Autobahn hier. Komm, dann muss die Autobahn jetzt halt anders. Genau. Das heißt hier einmal... Gefälle zu steil. Das Spiel macht mich manchmal fertig. Okay, das heißt, ich baue jetzt hier erstmal so eine Brücke.
Was? Gefälle zu steil? Alter, das ist echt geil. Er baut erst die Brücke, lässt mich dann aber nicht weiterbauen. Dann lassen wir das hier schon früher hochgehen. Gefälle zu steil. Sag mal, ist das... Wie ist das Spiel gerade behindert irgendwie? So. Die Autobahn wird jetzt auf jeden Fall auch erstmal ein bisschen Platzsparen hier gebaut, so. Vielleicht kriegen wir es dann irgendwie mit dem zusätzlichen Platz hier hin. So, letzter Versuch. Nochmal hier. Einmal hier hoch. So. Jetzt ist nur die Rampe hier im Weg. Jetzt ist auf einmal wieder die Rampe da drüben auch im Weg. Das ist so irgendwie... Das Spiel weiß irgendwie nicht, was es will, ne? So. Komm. Jetzt gerade mal gucken. Wie sieht das mit den Stützen aus? Wieso? Hä? Ja. Okay. Läuft bei dir. Gut, bis hierhin und hier dann eine Einbahnstraße, die dann einmal hier rüber führt, so als Damm, genau. So, jetzt haben wir es endlich. Unglaublich. Und, was ist das hier? Sieht auch schön aus. Okay. Das heißt, die Rampe muss dann hier drüber führen, so, bis hierhin und dann zack und zack. So, jetzt natürlich noch umdrehen hier, ne, dass es auch wieder in die richtige Richtung geht. Und dann führen wir das Ganze anschließend, ja, ganz einfach, hier wieder runter. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen schöner. Guckt euch das mal an. Das sieht doch echt gerade, echt nicht schön aus hier. Aber vorher machen wir hier noch den Anschluss für diese Autobahn hier unten. Na, Gefälle zu steil. Komm schon, komm schon. Da drüben haben wir's. So. Das heißt, einmal hier runter bis... Nee, geht auch nicht. Geht alles nicht, wie ich mir das vorstelle. Leute, Leute, Leute. Was ist denn hier los? Gut, dann muss ich das hier auch noch ein bisschen großzügiger bauen. Das heißt, das Ganze geht dann hier so als übertrieben großes Autobahnkonstrukt bis hier hin und dann... hier runter, ne, bis hier hin und dann, ja, ne, ganz einfach. Jetzt sagt er mir nicht genügend Geld. Lecco mio. So, Darlehen. Jetzt kommt der Kredit wieder. 20.000. Sollten doch hoffentlich reichen. Um das Ding hier anzuschließen, genau. So, bis hier hin. Und das andere Ding müssten wir jetzt doch eigentlich auch ganz schön anschließen können, da wir doch, hier schon unseren Anschluss haben. Sehr schön. Ja, wunderbar. So, steht wieder alles, wa? Und wir haben jetzt hier, warte, nochmal kurz kontrollieren. Nach rechts kann man abbiegen, hier, von dem Gleis und von dem Gleis kommt man über ein Einbahngleissystem hier drüben in einen Tunnel rein, hier. Und dieser Tunnel führt dann hier wieder drauf, von rechts auf die rechte Seite und hier von der rechten Seite auf die rechte Seite in die Richtung und hier von der rechten Seite auf die rechte Seite in die Richtung. Das funktioniert auf jeden Fall. Und genau. So, damit hätten wir jetzt die 22 Minuten voll. Und, ja, was ist denn hier los? Hier stehen noch ein paar Züge in der Gegend rum. Der Zug ist im Tunnel stecken geblieben. Den haben wir einfach abgerissen, während der Zug da noch drin war. Wie man das halt so macht. So, aber ich glaube, es sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Hier auf rechts und hier von rechts auf die anderen beiden Seiten. Das müsste jetzt ja eigentlich auch funktionieren. Ich überprüfe es sicherheitshalber trotzdem nochmal. Ich gehe nochmal kurz in die Erde rein. Guck mir das nochmal an. Das heißt, hier von der rechten Seite kommt man auf die rechte Seite in die Richtung und auf die rechte Seite in die Richtung. Funktioniert. Und von der Seite kommt man auf die rechte Seite in die Richtung und auf die, das muss ich gerade mal überlegen. Und hier kommt man von der rechten Seite auch auf die rechte Seite in die Richtung. Läuft alles wunderbar, genau. Hier gibt es jetzt natürlich auch nochmal ab und an Stau, aber... Da können wir im Notfall nachher auch noch den Tunnel ein bisschen weiter vorverlegen, dass die hier schon früher abgezweigt werden. So wird das jetzt natürlich nach wie vor immer noch ein bisschen zu Stau führen, aber die Züge werden sich nicht mehr gegenseitig blockieren. Das ist die logische Konsequenz daraus. So, ich werde jetzt aber, bevor ich die Folge beende, nochmal schnell das Ding hier fertig machen. Wir sind gerade richtig minus hier. Minus 6.200, meine Fresse. Warum ist das gerade so teuer alles? Es könnte, glaube ich, daran liegen, dass es Nacht ist. Nachts ist das immer so eine Sache hier. Gerade mal gucken mit dem Budget hier. Das ist eigentlich alles ganz gut hier eigentlich eingeteilt. Wir müssten aber eigentlich gleich auch wieder ins Plus rutschen. Hoffentlich. Ansonsten muss ich mir was überlegen. So. Erstmal schnelle Wiedergaben machen. So, und der Damm hier, der pumpt immer noch nicht. Warum eigentlich nicht? 48, der pumpt auf jeden Fall fleißig. Der hier plumpt, genau, der pumpt auf jeden Fall auch richtig fleißig. Es ruckelt auf jeden Fall.
Und der hier auch. Wieso pumpt der hier unten noch nicht? Doch, jetzt. Ihr seht es, ab und zu lässt er hier so ein bisschen Wasser raus. Das ist aber irgendwie nicht viel. Nicht konstant. Komm, leg mal los. Mach mal was. Ja, egal. Gut, dann beim nächsten Mal bauen wir hier sozusagen noch so ein kleines Industriegebiet hin, Industriegewerbegebiet. Die Fläche hier könnten wir eigentlich auch langsam mal zubauen. Ich meine, hier haben wir auch schon den Anschluss an der Stelle. Und genau in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr mir und dem Kanal einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und genau, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Memphises.